Jungma habe ich in Prinzendorf bei meiner Tante, die mich zur Firmung geführt hat, immer zu Pfingsten gelebt. Ich war dort auf Besuch. Und ich hatte damals ein einschneidendes Erlebnis. Es war ein wunderbarer Pfingstmorgen. Es hat alles geblüht. Der Himmel war blau, alles war voll Blumen. Die Lerchen haben damals noch gesungen. Und da gab es vom Haus meiner Tante zum Schloss einen Weg. Und da hatte ich dieses Naturerlebnis, für das mir damals quasi das Vokabular fehlte. Das war schon ein Nietzsche-Erlebnis ohne damals Nietzsche wirklich verstanden zu haben. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mal alt bin, wird mir der Staat Prinzendorf als mein Theater zur Verfügung stellen. Also da wollte ich doch, dass mein Werk sich auf ein Theater zurückzieht. Dann haben sie mich für meine Arbeit dreimal eingesperrt und war nichts daran zu denken, dass ich Prinzendorf bekomme. Und ich habe dann immer mein Theaterprojekt gezeigt bei Ausstellungen, vielfach auch in Amerika, hatte Fotos von Prinzendorf vorgezeigt und ausgestellt und habe geschrieben, Schloss Prinzendorf, das Orgelmysterientheater. Und dann ist viel Zeit vergangen. Ich war mit einer deutschen Psychologin verheiratet, die mich unendlich gefördert hat. Und die hatte damals eine kleine Erbschaft gemacht. Und meine Freunde und ich, wir waren immer wieder in Prinzendorf in den Weinkellern und hatten da dem Rausch Zoll bezahlt. Und da hat meine Frau meinen Onkel gefragt, ob er denn nicht für mich ein Haus müsse. Ich würde so gerne in Prinzendorf ein Haus haben. Hat er gesagt, kaufst du das Schloss. Was würde es kosten? Ja, 1 Million, das ist Schilling. Es war damals nicht viel Geld. Meine Frau war Kinderpsychologin und hat gesagt, ich werde versuchen, das zu erwerben und möchte ein Heim für behinderte Kinder aufbauen. Und für den Nietzsche sein Theater. Und ich war verärgert, weil ich gedacht habe, da wird nichts aus dem Projekt und das verhöhnt nur die Möglichkeit, dass sowas vielleicht dann doch einmal stattfindet. Und sie konnte es erwerben, alle Freunde haben zusammen geholfen, uns das Geld geborgt. Und wir haben es erworben. Wir mussten nur den Grundpreis bezahlen. Und dann, ein paar Tage nachdem wir das Schloss erworben haben, hat
die katholische Kirche, die Klosterneuburger, sind draufgekommen, wer ich bin. Und haben gesagt, den verkauft man sich. Der Schlüssel wurde uns schon übergeben, weil wir bezahlt hatten. Und man konnte es uns nicht mehr nehmen. Und das ist die Legende von Prinzendorf. Das ist eine mehr als eine Gründungslegende sozusagen. Das spricht auch natürlich über die Widerstände, die Sie damals in der Gesellschaft erleben mussten, ganz klar. Hat Prinzendorf, hat das Schloss, mit welchen Aktionen haben Sie das Schloss sozusagen zu Ihrem eigenen Platz gemacht? Haben Sie da bestimmte Erinnerungen? Wir haben einen Verein gegründet. Zu Pfingsten gab es immer Zusammenkunft aller meiner Verehrer. Und ich konnte viele große Aktionen in Prinzendorf realisieren. Davon ist die größte noch im alten Jahrtausend. Das war 1998. Da konnte ich mein erstes Sechstagesspiel realisieren. Wie legen Sie denn, etwa wie Richard Wagner, der sehr stark auf Exklusivität Wert gelegt hat, aber die Schauspieler als solche gibt es ja bei Ihnen nicht. Es gibt ja Darsteller. Spiel dein Thema. Und die Grenze verläuft. Die jungen Leute, also sind im Zentrum des Geschehens. Die balgen sich in Blut, Fleisch, Schleim und Farbe. Bis zu den Zusehern, die nur essen. Und es gibt keine Schauspieler. Jeder ist das, was er ist. Ich sage immer wieder, wie bei einer Feuerwehrübung. Wie halten Sie es denn im Vergleich zu Richard Wagner? Richard Wagner wollte ja demokratischen Zugang quasi zu seiner Oper, aber er wollte selbst über die Inszenierung bestimmen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Regisseure? Gibt es ein OM-Theater quasi auch in Lizenz oder könnte es das geben? Ich hatte Regisseure und auch ein Regie-Team hatte ich. Und es ist schon besser, wenn ich selber das mache. Jetzt. Inhaltlich hat Richard Wagners Konzept eines musikalischen Dramas als Gesamtkunstwerk ja sehr viel Basis auch in seiner Kritik an der Oper, an der französischen Oper. Gibt es bei Ihnen auch so einen Widerstand, gegen den Sie quasi Ihr eigenes Konzept, Ihr Theaterkonzept entwickelt haben? Also ich bin sehr gegen das Regietheater. Ich hasse diese Typen, die irgendein Shakespeare verhunzen wegen lächerlichen Ideen. Das gibt's bei mir alles nicht. Ich bin einer der Erfinder dieses offenen Theaters. Aber was da alles gemacht worden ist, da bin ich sehr dagegen. Politisch rechnen Sie sich ja, und das haben Sie mehrfach betont, eher der Sozialdemokratie zu, denn die Anarchie, ich zitiere Sie jetzt, die Anarchie, der ich nahestehe, gibt es nicht als Fraktion. Welche Nähe fühlen Sie da zum Beispiel zu einem frühen Richard Wagner, der ja Bakunin geschätzt hat? Eine positive. Inwiefern?
weil ich, ohne jetzt eine Fraktion aufbauen zu wollen, nach wie vor an die Anarchie glaube. Ich glaube, die Menschen müssen mal so viel Verantwortungsfähigkeit mit sich bringen, dass sie nebeneinander ohne diesen Scheißstaat existieren können. Und was zieht sozusagen diesen Zorn gegen den Staat, wodurch weckt der Staat diesen Zorn? Das ist die größte Mafia, die es gibt. Er nimmt uns alles weg und mischt sich in alles hinein, wie eine böse Frau. Aber wie, jetzt reden wir immer wieder von der liberalen Demokratie. Ich rede nie von einer liberalen Demokratie. Demokratie ist ein Schwindel. Die alterte, die griechische Demokratie von Perikles baut auf zwei Drittel Sklavengesellschaft. Eine Elitgesellschaft hat Demokratie gespielt. Aber die Demokratie westlicher Spielart, meine ich jetzt. Die ist genauso beschissen. Die baut auf diesem Manipulieren Unwissender. Sehen Sie da für Sie eine gewisse Verwandtschaft? Richard Wagner war ja am Anfang ein Getriebener, war Anhänger der Revolution, auch 1848 und später, musste nach Paris gehen, hat sozusagen aber auch sein Theater in Konfrontation zum damaligen Kulturbetrieb aufgebaut. Sehen Sie da, Sie gehören ja im Prinzip trotzdem der 68er-Generation an, sehen Sie da eine gewisse Verwandtschaft oder haben Sie solche gelesen? Ich sehe eine Verwandtschaft, weil mein Museum wird ja auch vom Staat finanziert. Ihr Anspruch wäre, dass das Museum schon vom Staat finanziert wird, aber der Staat ist trotzdem ein bisschen zu einem Feindbild geworden für Sie. War er immer schon. Und man muss auch mit Feinden zusammenleben können. Außerdem ist der Staat nicht mein Feind. Er ist für mich unnötig. Ich habe keine Feinde. Sie betonen ja, Sie würden gerne Richard Wagner inszenieren, weil Sie die Möglichkeit sehen, bei Wagner viel von meinem eigenen Werk einzubringen. Vielleicht noch einmal gesammelt, was konkret wäre da einzubringen? Zum Beispiel Parsifal. Immer wieder der Wundenkult. Ich wollte dem Amphortas, ich hätte ja in Wien den Passwahl machen sollen. Das kam aber nicht dazu, weil damals ein rechter Regierungswechsel war. Und ich wollte den Mampfwartes eine Sau umhängen, die dauernd ausgeweidet wird, wenn die entsprechenden Stellen kommen. Und Blut wird in die Wunde geschüttet. Und also, ich hätte mich da sehr wohl gefühlt bei der Inszenierung des Parsifal. Würden Sie meinen, dass, obwohl Hermann Nitsch heute quasi zum klassischen Kanon österreichischer Gegenwartskunst gehört, dass Sie trotzdem immer wieder an eine gläserne Decke stoßen oder dass Sie nach wie vor Widerstände erleben? Ich wollte mit meiner Arbeit niemals provozieren. Ich wollte Intensität bewirken, aber nicht provozieren. Natürlich war ich intelligent genug, zu wissen, dass das oder das also einen Skandal auslösen kann. Aber das war und ist nicht meine Absicht. Ich will und wollte intensive Kunst machen, nicht mehr, nicht weniger.
Es war nicht Ihre Intention zu provozieren, aber würden Sie sagen, dass die Gesellschaft heute noch nicht weitergekommen ist als damals? Also das würde bedeuten, dass man sich heute nicht mehr provoziert fühlt, oder doch? Ich glaube nicht an die Entwicklung der Gesellschaft. Die sogenannte Gesellschaft, die wir vorfinden, ist beschissen zu allen Zeiten. Ich glaube nur, dass im Verlauf der Geschichte intensive und großartige Kunst gemacht worden ist. Nicht mehr, nicht weniger. Und da sehen Sie sich in einer Linie mit Richard Wagner? Ich will mich nicht aufdrängen, ja. Ist das ein Weiterdenken von Richard Wagner oder ein Bestätigen des Hermann Nitsch durch Richard Wagner, so wie er ihn erlebt? Ich verehre Richard Wagner. Ich brauche ihn aber nicht, um meine Weltsicht zu bestätigen. Er hat mir gelernt, zu genießen, zu empfinden, meine Sinne zu benutzen, aber hat mir kein Rückgrat für meine Weltschau gegeben. Danke, Herr Nitsch, für das Gespräch.